Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Dokumentation über die Gefängnisse in den paraguayischen Städten San Pedro und Pedro Juan Caballero. Weil das Video etwas länger ist, gibt es in der Videobeschreibung ein Inhaltsverzeichnis. So kannst du ganz einfach die Stellen, die dich nicht interessieren, überspringen. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, findest du den Link zu dem Video ebenfalls in der Videobeschreibung. Wir sind nun in Pedro Juan Caballero angekommen und befinden uns auf dem Parkplatz vor dem Gefängnis. Bevor wir in das Gefängnis gehen, richtet Reinhard Sawatzki noch ein paar Fragen zu dem Hintergrund unserer Reise an Willy Tövs, dem Verantwortlichen für die Gefängnisarbeit der Trans-Chaco-Mission. Während ich das in Plattdeutsch gehaltene Interview grob ins Hochdeutsche übersetze, verschaffen wir uns mit Hilfe von Reinhards Drohnenaufnahmen einen ersten Überblick über die Haftanstalt. Dieser Drohnenflug war natürlich mit der Gefängnisleitung vorher abgesprochen. Ansonsten freuen sich die Wärter über jede ankommende Drohne, denn dadurch haben sie eine schöne Schießübung. Willy erklärt, dass unser Besuch und die Filmaufnahmen durch die Bitte des Generaldirektors für die Gefängnisse in Paraguay zustande gekommen ist, um die positive Arbeit in den christlichen Zellenblöcken zu dokumentieren. Die Aufnahmen sollen sowohl potenzielle Verbrecher davon abhalten, Straftaten zu begehen, aus Angst unter diesen Umständen im Gefängnis leben zu müssen. Andererseits sollen dadurch auch Menschen dazu ermutigt werden, sich für die Arbeit mit Häftlingen zu begeistern, um den Gefangenen, die bereit sind, ihr Leben in eine positive Richtung zu ändern, auf ihrem Weg dorthin zu unterstützen. Um einen möglichst umfangreichen Eindruck in das Innenleben eines Gefängnisses zu bekommen, sind wir eingeladen worden, eine Nacht in diesem Gefängnis zu verbringen. Wir werden uns also nun selbst einliefern. Nach unserer Inhaftierung werden wir dann alles Weitere mit dem Gefängnisdirektor besprechen. Es ist Zeit, unsere Sachen zu schnappen und uns auf den Weg ins Gefängnis zu machen. So freiwillig wie wir gehen, normal wahrscheinlich niemals die Leute hier hin, ne? Ne, wahrscheinlich nicht. Mit so am ersten Tor gibt es eine oberflächliche Kontrolle und eine Desinfektion mit Alkohol. Wir haben nun das erste Tor passiert und befinden uns im Innenhof auf dem Weg zum Eingangsbereich. In diesem Bereich wird dann die zweite gründliche Kontrolle stattfinden. Die Doktora Nilda Adorno heißt uns ganz herzlich willkommen. So freundlich wird hier sicher nicht jeder Ankömmling begrüßt. Muy bienvenido, adelante. Unser Gepäck wird, ähnlich wie an einem Flughafen, durch einen Scanner geschoben und durchleuchtet. Dann müssen auch wir durch einen Scanner laufen und können auf der anderen Seite unser Gepäck wieder in Empfang nehmen. Nach der Überprüfung geht es die Treppe rauf, wo sich die Gefängnisleitung und die Unterkünfte für das Wachpersonal befinden. Es geht an dem Büro des Generaldirektors vorbei, durch die Küche für das Gefängnispersonal, hinaus auf den Gang zu den Unterkünften der Wärter. Wir sind nun an unserer Unterkunft angekommen. Die Doktora Nilda Adorno heißt uns nochmals herzlich willkommen und sagt, dass dies nun unser Quartier für die kommende Nacht ist. Von hier aus werden wir unsere Streifzüge durch das Gefängnis starten. Diejenigen, die bereits den ersten Teil unserer Gefängnisdoku gesehen haben, kennen Doktora Nilda Adorno sicherlich schon. Sie arbeitet für das Justizministerium und dient als Bindeglied zwischen Regierung und der Trans-Chaco-Mission. Sie kümmert sich dabei um all die rechtlichen Fragen, die bei der Gefängnisarbeit geklärt werden müssen. So oft sie kann, begleitet sie Willy bei seinen Besuchen in den Gefängnissen. Willy und die Trans-Chaco-Mission sind sehr froh und dankbar für die sehr gute Zusammenarbeit mit ihr. Wir machen uns auf den Weg ins Büro des Gefängnisdirektors. Dabei begegnen wir dem Koch. Er ist ein Gefangener, der sich durch das Kochen für die Gefängnisangestellten ein paar Extrafreiheiten erarbeitet hat. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das sehr leckere Essen, mit dem er uns versorgt hat, bedanken und ihm für sein weiteres Leben nach dem Knast empfehlen, ein Restaurant zu eröffnen. Im Büro angekommen werden wir vom Generaldirektor und vom Gefängnisdirektor begrüßt und erfahren, dass unsere Besichtigung sofort mit dem ersten kleinen Rundgang durch das Gefängnis startet. Wir haben eigentlich erst am nächsten Morgen mit dem Beginn der Besichtigung gerechnet. Doch schon befinden wir uns auf dem Weg zu einem der christlichen Zellenblöcke, in dem wir morgen früh am Programm teilnehmen sollen. Wie man sehen kann, ist der Zellenblock in einem ordentlichen, sauberen Zustand und die in ihm untergebrachten Häftlinge scheinen sehr diszipliniert zu sein. Da es bereits später Abend ist, befinden sich die meisten Häftlinge des Zellenblocks in ihren Zellen und bereiten sich für die Nachtruhe vor. Wir wollen die Gefangenen nicht länger stören und gehen eine Etage höher.
Hier erklärt uns der Direktor, dass wir uns nun in einem Bereich mit Zellen befinden, die sich die Gefangenen für private, intime Besuche von ihren Freundinnen oder Ehefrauen mieten können. Diese Zellen können stundenweise oder auch für einen ganzen Tag gemietet werden. Bei mir kommen beim Anblick dieser Zellen zwar keine romantischen Gedanken hervor, wenn man allerdings lange Zeit nur unter Männern eingesperrt ist, mag sich diese Ansicht vielleicht ändern. Hier noch ein flüchtiger Blick in eine der Zellen, in denen die Privatsphäre durch eine Tür und nicht nur durch Bettlaken geschaffen wird. Wir gehen nun an den Privatzellen vorbei und gelangen durch eine Tür sozusagen in das Zentrum des Gefängnisses, von wo aus die verschiedenen Zellenblöcke erreicht werden können. An dieser Stelle ergibt sich die Möglichkeit für Willi, dem Gefängnisdirektor, weitere Fragen zu stellen. Willi möchte wissen, wie viele der Zellenblöcke sogenannte christliche Zellenblöcke sind. Die Antwort ist, es gibt zurzeit drei christliche Zellenblöcke, den Zellenblock Milagros, den des PTI und einen katholischen Zellenblock. Es handelt sich dabei immer um das gesamte Gebäude, also immer das Erdgeschoss und die erste Etage. Jetzt möchte Willi wissen, wie viele Personen sich in den jeweiligen Zellenblöcken befinden. Der Direktor sagt, dass die Belegung der einzelnen Zellenblöcke sehr unterschiedlich ist und die Belegung von mehreren Faktoren, aber ganz besonders von der Sicherheit im Gefängnis abhängig ist. Dann fragt Willi, ob die anderen Gefangenen aus dem normalen Vollzug zusammen mit den evangelischen und katholischen Gefangenen auf den Hof dürfen. Das geht allerdings nicht. Die Gefangenen dürfen nicht zusammenkommen, weil in den verschiedenen Zellenblöcken auch verschiedene kriminelle Organisationen wie der Clan Rotella und der PCC untergebracht sind. Diese sind untereinander verfeindet und müssen zu jeder Zeit räumlich getrennt voneinander gehalten werden, da sonst die Gefahr besteht, dass es gewalttätige Auseinandersetzungen bis hin zum Tod geben kann. Diese gefährlichen Umstände erfordern ein höchst professionelles Handeln der Gefängnisangestellten und eine 24-stündige Wachsamkeit, in der es wichtig ist, nicht eine Minute unaufmerksam zu sein. Im Moment ist es sehr ruhig, aber diese Situation kann sich innerhalb von wenigen Minuten ändern. Wir befinden uns nun in einem der Höfe. Hier haben die Gefangenen die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen, sich die Beine zu vertreten oder etwas Sport zu treiben. Für Sport steht den Häftlingen auf diesem Hof zum Beispiel ein Volleyballfeld zur Verfügung. Während des Hofgangs werden die Gefangenen unter anderem von den Wächtern auf der Gefängnismauer aus ständig beobachtet. Und den Ausblick von der Gefängnismauer will uns der Direktor nun zeigen. Dafür machen wir uns auf den Weg zu dem einzigen Zugang hinauf auf die Mauer. Der Zugang zum Treppenaufgang befindet sich in einem kleinen Wächterhäuschen am Eingang in die Haftanstalt. Auf dem Weg dorthin wollte ich einen der Hunde streicheln. Davon riet mir der Direktor allerdings ab, weil diese Hunde sich nur von uniformierten Menschen anfassen lassen und die Hunde mich wahrscheinlich beißen würden. Jetzt sind wir oben auf der Mauer angekommen. Der Gang ist ungefähr einen Meter breit und an den Seiten durch eine Mauer gegen Abstürzen gesichert. Die Höhe haben wir so auf ungefähr 6 bis 8 Meter geschätzt. Auf jeder der Ecken befindet sich ein kleiner Raum für die Wächter. Zusätzlich befindet sich noch jeweils in der Mitte der Mauer ein weiteres Häuschen. Hier haben wir nun den Blick von der Mauer auf genau den Hof, den uns der Direktor vorhin gezeigt hat. Trotz der Dunkelheit hat man jede Ecke vom Hof ganz gut im Blick. Leider kann man das auf den Aufnahmen nicht so gut erkennen. Dieser große weiße Turm ist übrigens für die Wasserversorgung zuständig. Das Gefängnis verfügt über einen eigenen Brunnen, von dem aus das Wasser in diesen Tank gepumpt wird und von dort aus das Gefängnis mit Wasser versorgt. Die Höhe des Turms sorgt für den nötigen Wasserdruck und der Wasserspeicher sorgt dafür, dass auch bei einem Stromausfall noch für einige Zeit Wasser zur Verfügung steht, zumindest bis der Tank leer ist. An dieser Stelle kann man an dem Maschendrahtzaun aufgehängte Videokameras erkennen. Zusätzlich zu den Wachen auf der Mauer wird dadurch für eine bessere Sicherheit gesorgt. Zu unserer rechten Seite befindet sich das Gefängnis für die Minderjährigen. Diese sind komplett von dem Erwachsenengefängnis getrennt und außerhalb der Mauer in einer eigenen Haftanstalt untergebracht. An dieser Stelle sehen wir nun im Vordergrund noch einen Fußballplatz. Etwas weiter hinten befindet sich ein überdachter Außenbereich, damit die Gefangenen auch bei schlechtem Wetter die Möglichkeit haben, an die frische Luft zu gehen. Bei dem Gebäude ganz im Hintergrund handelt es sich um das Frauengefängnis. Die Frauen sind räumlich von den Männern getrennt untergebracht. Der vor dem Frauengefängnis abgezäunte Bereich ist der Hof für die Frauen. Dieser Zaun besitzt im unteren Bereich auch einen Sichtschutz, damit sich Männer und Frauen nicht sehen und miteinander kommunizieren können. Hier haben wir nochmal einen besseren Blick auf das Frauengefängnis mit dem abgetrennten Hof für die Frauen.
Hinter dem Frauengefängnis wird nun wieder die Sicht auf den Eingangsbereich frei. Wir haben unseren Rundgang auf der Mauer nun fast beendet. Wir lassen die Mauer hinter uns und kehren durch das dunkle Treppenhaus wieder zurück auf den Boden. Jetzt ist es Zeit für unser Abendbrot. Am nächsten Morgen müssen wir früh aufstehen. Unser zweiter Tag im Gefängnis beginnt bereits um 4 Uhr morgens. Noch vor dem Frühstück geht es los. Wir folgen dem Generaldirektor zum christlichen Zellenblock. Dort wollen wir uns das Programm anschauen. Als wir eintreffen, ist die Predigt schon im Gange. Aber wir sind nicht die Letzten. Es fehlen auch noch einige der Gefangenen. Beim Singen füllt sich nach und nach der Raum. Immer mehr Häftlinge kommen an, um am Gottesdienst teilzunehmen. Die Stimmung ist ausgelassen und friedlich. Parallel findet in dem anderen evangelischen Zellenblock ebenfalls die Messe statt und daher folgen wir dem Generaldirektor, der uns auch dort einen Einblick ermöglichen möchte. Bei unserer dortigen Ankunft wird ebenfalls gerade gesungen. Auch beim PTI bekommen wir disziplinierte, friedlich wirkende Gefangene zu Gesicht, die aktiv am Gottesdienst mitwirken. Nach dem Singen wird aus der Bibel gelesen. Mit einem kräftigen Applaus und anschließendem Händeschütteln endet der Gottesdienst. Da der Besuch des Generaldirektors für die Gefangenen etwas Besonderes ist, bittet der Priester ihn, ein paar Worte an die Häftlinge zu richten. Der Generaldirektor erklärt den Gefangenen den Grund seines Besuches und der Filmaufnahmen. Dann bittet er noch Willi, ein paar Worte im Namen der Trans-Chaco-Mission zu sprechen. Der Gottesdienst des PTI ist nun beendet. Wir kehren zurück in den anderen Zellenblock, wo die Messe noch im Gange ist. Bei unserer Rückkehr wird dort gerade aus der Bibel gelesen. Selbstverständlich möchten auch die Gefangenen aus diesem Zellenblock ein paar Worte von Willi hören. Es folgt eine Ansprache des Generaldirektors. Zum Abschluss des Gottesdienstes wird noch ein gemeinsames Gebet gesprochen. Anschließend endet auch hier die Messe mit Applaus und Händeschütteln. Die Gefangenen räumen die Stühle weg und kehren in ihre Etagen zurück. Wir werden uns nun diesen Zellenblock im Erdgeschoss genauer anschauen und folgen den Gefangenen zu ihren Zellen. In dieser Zelle befindet sich eine kleine Kochecke und drei Matratzen. Im hinteren Bereich gibt es ein Waschbecken, eine Dusche, sogar mit warmem Wasser und die Toilette, die hier nicht nur, wie in San Pedro, aus einem Loch im Boden besteht. Die Zellen und der Flur machen einen sauberen und ordentlichen Eindruck. Es scheint, als hätten die Gefangenen hier sehr viel Platz. Auch die einzelnen Zellen scheinen nicht überbelegt zu sein. Im Gegenteil, einige Betten werden sogar zum Lagern von verschiedenen Dingen genutzt. Jetzt geht es die Treppe rauf, um auch die obere Etage zu besichtigen. Die obere Etage ist schon nicht mehr so schön. Es ist dort dunkler und durch die Öffnung im Mittelgang ist es hier viel enger als im Erdgeschoss.
Den Gefangenen steht vielleicht gerade mal ein Meter vor ihrer Zelle zur Verfügung, auf dem sie sich bewegen können. Wenn eine Zellentür offen steht oder einem jemand entgegenkommt, wird es schon richtig eng. Tagsüber genießen die Gefangenen hier relativ viel Freiheit. Sie sind nicht in ihren Zellen eingeschlossen und können sich in ihrem Block frei bewegen. Erst zur Nacht werden sie dann eingeschlossen. Sie haben auch die Möglichkeit, ein kleines Geschäft zu betreiben. Vor dieser Zelle hat ein Gefangener einen kleinen Verkaufsstand für Essen eingerichtet. Jetzt gehen wir mal rein und schauen uns an, wo die Snacks hergestellt werden. Auch in dieser Zelle gibt es eine kleine Kochstelle, dann kommen die Betten und im hinteren Bereich befindet sich wieder Waschbecken, Dusche und Toilette. Gegenüber der Kochstelle befindet sich noch ein Kühlschrank und ein Backofen. Dort wird also das Essen zubereitet. Wir beenden nun die Besichtigung des christlichen Zellenblocks und folgen dem Direktor zum Morgenappell der frischen Wachmannschaft. Der Morgenappell findet vor den Unterkünften der Wächter statt. Also geht es zurück dorthin, wo auch wir unsere Nacht verbracht haben. Als wir dort angekommen sind, steht das Gefängnispersonal schon in Reih und Glied angetreten, bereit zum Appell. Es folgt ein Durchzählen der angetretenen Männer und Frauen. Nach erfolgter Zählung begrüßt der Direktor seine Leute. Er stellt uns Besucher vor und erläutert den Grund unserer Anwesenheit. Er lobt die Wächter für ihre gute Arbeit und weist darauf hin, wie wichtig diese Arbeit und wie wichtig es für die Sicherheit ist, die Arbeit noch weiterhin so gut zu verrichten. Anschließend wird durch einen Offizier noch die namentliche Anwesenheit der Mitarbeiter überprüft, indem er die Namen aufruft und der Genannte sich daraufhin melden muss. Zum Abschluss spricht der Direktor noch ein Gebet zum Andenken an verstorbene Kollegen und bittet um Schutz und Gesundheit für das Gefängnispersonal und deren Familien. Nach dem Gebet ist der Appell beendet und es geht sofort wieder zurück ins Gefängnis. Non queremos frenar nada. Entonces hay que decir, no, más tarde vamos a hacer la entrevista, cosas así. Ahora vamos a hacer el control, vamos. Dort findet nun der Wachwechsel statt. Die frischen Wächter tauschen nun wichtige Informationen aus und dann geht die Nachtschicht in ihren verdienten Feierabend. Anschließend bereiten sich die Wächter für die Kontrolle des ersten Zellenblocks vor. Dabei handelt es sich um einen herkömmlichen Zellenblock. In diesem sind hauptsächlich Mitglieder der PCC untergebracht. Da der Direktor es für zu gefährlich hält, dass wir diesen Zellenblock betreten, können wir den Vorgang nur von außen beobachten. Am Eingang zum Zellenblock befindet sich ein Wärter, der die Tür immer nur öffnet, wenn ein Wächter rein oder raus möchte. Gegenüber dieser Tür stehen mit Schrotflinten bewaffnete Wärter, um im Fall von Unruhen sofort einschreiten zu können. Je nach Schwere der Unruhen stehen den Wächter Gummigeschosse, aber auch scharfe, bleihaltige Munition zur Verfügung. Nun müssen alle Gefangenen aus der ersten Etage herunter in den Vorraum kommen. Für die Katze scheint das zu viel Trubel zu sein und sie zieht sich lieber auf den Hof zurück. Für sie stellen die Gittertüren keine Hindernisse dar. Anschließend wird jeder Häftling mit seinem Namen aufgerufen und muss danach wieder hoch in seine Zelle. Der gleiche Vorgang findet danach im unteren Zellenblock statt. Aber das werden wir gleich alles noch einmal viel besser sehen können, denn wir machen uns auf den Weg zu einem anderen Zellenblock, der zwar auch von regulären Gefangenen belegt ist, diese sollen aber nicht so gefährlich wie die Gefangenen der PCC sein. Wir betreten den Vorraum des Zellenblocks und nach ein paar Versuchen eines Wärters, das Licht mit seinem Schlagstock einzuschalten, wird es dort auch etwas heller. Die ersten Gefangenen kommen bereits aus ihrem Block heraus und der Vorraum füllt sich. Auf den ersten Blick ergibt sich schon im Vorraum dieses Zellenblocks ein ganz anderes Bild als in den christlichen Blöcken. Nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch die Gefangenen machen einen ganz anderen Eindruck auf uns. Nachdem sich fast alle Häftlinge im Vorraum befinden, folgen wir den Wächtern zu den Zellen. Die Zellen werden nämlich nun von den Wächtern eine nach der anderen auf verbotene Gegenstände wie Drogen und Waffen durchsucht. Dieser Vorgang findet zweimal täglich statt. Die Häftlinge in diesem Block sind nicht so offen wie die aus den christlichen Bereichen. Fast alle haben ihre Zellentüren mit Tüchern verhangen.
Bei der einen oder anderen Zelle bekomme ich dann aber doch die Möglichkeit, einen kurzen Blick ins Innere zu werfen. Im Endeffekt sind die Zellen genauso aufgebaut wie in den christlichen Blöcken. Allerdings befinden sich diese Zellen in einem anderen Zustand. Nach Abschluss der Durchsuchung werden die Gefangenen auch hier namentlich aufgerufen, um ihre Anwesenheit festzustellen und müssen dann zurück in ihre Zellen. Auch in diesem Block lebt eine kleine Katze. Alle Gefangenen sind anwesend und zurück in ihrem Block. Bis zur nächsten Kontrolle werden sie nun eingeschlossen. Jetzt passiert dasselbe mit dem Obergeschoss. Dort sind die in dieser kriminellen Organisation, dem Clan Rotella, im Rang höher stehenden Häftlinge und der Anführer der Gruppe untergebracht. Im oberen Bereich kann man es kaum glauben, aber wir befinden uns noch immer im selben Zellenblock. Hier ist es viel sauberer und ordentlicher. Dafür sorgt der Anführer dieser Gruppe, der hier mit Willi den Gang entlang läuft. Wir werfen auch hier oben einen kurzen Blick in eine Zelle. Neben der Zelle fällt eine kunstvoll gestaltete Mariendarstellung auf. Gegenüber dieser Malerei hat ein Gefangener ein Flugzeug über seine Zelle aufgehangen. In diesem Block scheint es einige Künstler unter den Häftlingen zu geben. Die Katzen fühlen sich anscheinend in dem Gefängnis sehr wohl. Immer wieder begegnet man diesen freiwilligen Insassen. Die Durchsuchung ist nun im oberen Bereich abgeschlossen und wir machen uns wieder auf den Weg nach unten. In diesem Treppenhaus ist es endlich mal hell, sodass man auch auf den Videoaufnahmen mal erkennen kann, wie so ein Treppenhaus aussieht. Jetzt werden wieder die Namen der Gefangenen verlesen und einer nach den anderen muss wieder nach oben. Auch hier war alles in Ordnung. Da wir den Ablauf der täglichen Kontrollen nun kennengelernt haben, machen wir uns auf den Weg, um die Krankenstation zu besichtigen. Hola. Buen día. Hola. Hola. Die Krankenstation ist sehr eng und mit allerhand medizinischem Gerät vollgestellt. Im hinteren Zimmer kann man einige Betten für die kranken Gefangenen erkennen. Der Raum, in dem wir uns befinden, dient den Ärzten als Büro, Lagerraum und für die Behandlung der Gefangenen. Im Eingangsbereich wird sich sogar gerade um einen Gefangenen gekümmert. Eine Ecke ist für den Zahnarzt eingerichtet. Willi möchte wissen, ob die Gefangenen hier regelmäßig untersucht werden. Uns wird gesagt, dass die Gefangenen bei Ankunft in das Gefängnis untersucht werden und falls sie unter Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose, Diabetes und so weiter leiden, dann werden sie mit den nötigen Medikamenten versorgt. Auf die Frage, ob hier auch Operationen durchgeführt werden, heißt es, dass nur kleine Eingriffe hier durchgeführt werden können und die Gefangenen für größere, komplizierte Eingriffe ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frage, ob sie mit ausreichend Medikamenten zur Behandlung der Inhaftierten versorgt sind, beantwortet die Doktora damit, dass die Versorgung mit Medikamenten vom Gesundheitsministerium durchgeführt wird und das Gefängnis ausreichend Medikamente bekommt. Zum Abschluss erklärt uns die Doktora noch, wie die tägliche Versorgung der Häftlinge mit den jeweils benötigten Medikamenten erfolgt. Dazu steht vor ihr ein Karton mit verschiedenfarbigen Umschlägen. Jede Farbe steht für einen Zellenblock und jeder Umschlag wird mit dem Namen des Inhaftierten versehen, der die darin enthaltenen Medikamente benötigt. So wird sichergestellt, dass jeder Gefangene die für ihn notwendige Medizin bekommt. Das Farbsystem erleichtert dabei die Arbeit der Ärzte ungemein und hilft, Verwechslungen vorzubeugen. Es geht weiter in die Gefängnisküche. Dort wird gerade das Mittagessen vorbereitet. An der Knochensäge hofft eine Katze darauf, dass für sie etwas herunterfällt. Bei der Arbeit an der Säge muss man besonders vorsichtig sein. Ein Finger ist damit schnell mal abgesägt. Die ersten Töpfe stehen auf der Flamme. Andere Gefangene schälen Kartoffeln oder zerschneiden Möhren. Nun geht es nach nebenan in die Bäckerei.
Hier werden in mehreren Öfen viele hunderte kleine Brötchen gebacken, um die fast 1000 Insassen damit zu versorgen. Diese kleinen Brötchen heißen in Paraguay Galletas und die dürfen hier bei keinem Essen fehlen. Wir dürfen die Galletas frisch aus dem Ofen probieren. Sie schmecken wirklich lecker. Das Teigkneten haben wir leider verpasst, aber der Gefängnisbäcker lässt seine Maschinen für uns einmal kurz laufen. Die nächste Station ist die Schreinerei. Hier erklärt uns der für die Werkstatt verantwortliche Beamte, dass sie zurzeit Produkte für den Vatertag herstellen und daher sehr viel Arbeit haben. Stolz zeigt er uns die von den Gefangenen in Handarbeit hergestellten Produkte. Das geschnitzte Pferd ist noch nicht komplett. Es bekommt noch eine Kutsche oder einen Karren, den es ziehen kann. Es werden die verschiedensten Dinge produziert. Möbel, Kunst oder praktische Sachen wie Getränkekisten. Espíritu Santo, estamos preparando la terminación. Sí, estos que trabajan acá, ¿usted eligen o ellos pueden? An zwei Arbeitsplätzen, die mit Nähmaschinen ausgestattet sind, haben die Gefangenen die Möglichkeit, Sachen aus Stoff zu produzieren. Ganz hinten im Raum ist sogar noch eine kleine Küche eingerichtet. Draußen wird das Holz gelagert. Hin und wieder stehen aber auch ein paar schöne Arbeiten zwischen dem Rohmaterial. Wie diese beiden Trecker und der LKW. An zahlreichen Stellen wird fleißig gearbeitet. Die produzierten Sachen werden zum Teil im Gefängnis verwendet oder aber draußen verkauft. Hier werden uns noch auf den vorhin gezeigten Nähmaschinen hergestellte Masken und im Gefängnis produzierte Seife gezeigt. Etwas weiter hinter der Schreinerei befindet sich der Gefängnisgarten. Leider kann man hier erkennen, dass Paraguay selbst im Gefängnis ein großes Problem mit achtlos weggeworfenem Müll hat. Immerhin wird er hier gerade aufgesammelt. Aber schauen wir uns lieber den Garten an. Hier werden von den Gefangenen unter anderem Salat, Tomaten, Zwiebeln, Papayas und vieles mehr angebaut. Das hier angebaute Obst und Gemüse wird anschließend in der Gefängnisküche zur Verpflegung der Gefangenen verarbeitet. Vom Garten geht es zur Thermosproduktion. Thermoskannen bekommt man in Paraguay täglich zu Tausenden in den verschiedensten Varianten zu sehen. Die Thermoskannen sind wichtig, um heißes oder kaltes Wasser entweder für Mate oder für Tee transportieren zu können. Einige dieser zum Teil sehr kunstvoll verzierten Thermoskannen werden hier im Gefängnis von Pedro Juan Caballero hergestellt. Die Designs sind teilweise selbst ausgedacht, aber bei vielen Motiven handelt es sich um Auftragsarbeiten, wie diese individuelle Gestaltung mit Fotos. Hier noch ein Thermos, der als Geschenk für den Vatertag gedacht ist. Es gibt Eulen- und Katzenmotive für Frauen und für die Männer gibt es Gläser mit den Logos ihrer Lieblingsfußballvereine. Mit einer speziellen Software können die Gefangenen fast jedes gewünschte Motiv für die individuelle Thermosgestaltung realisieren. Zum Abschluss geht es dann noch einmal im Hellen auf die Gefängnismauer. Leider haben wir nicht mehr genügend Zeit, um eine ganze Runde ums Gefängnis zu machen, aber für ein paar kurze Eindrücke hat es gereicht. Hier noch einen Blick über den Parkplatz. Im Hintergrund kann man einen kleinen Panzer sehen, der neben einigen schwer bewaffneten Wachen von außen das Gefängnis absichern soll. Auf
der anderen Seite nochmal ein Blick auf das Frauengefängnis. Und dann müssen wir schon wieder runter von der Mauer. Es wird Zeit, unsere Sachen zu holen. Wir packen unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Weg zum Auto. Wir haben die Nacht in der Schlafstube der Wächter gut verbracht. Das Abendessen und Frühstück haben uns sehr gut geschmeckt. Von diesen beiden Punkten aus betrachtet, war unser Aufenthalt im Gefängnis besser als die vorherige Nacht in dem Hotel in San Pedro. So, jetzt geht's raus. Ja, jetzt geht es wieder zurück in die Freiheit. Aber vorher muss ich noch mein Gepäck abholen. Zum Glück schlafen die Wachhunde ruhig und friedlich. Dann ist es soweit. Wir gehen durch das Gefängnistor und sind wieder freie Menschen. Ah, jetzt kommt der Direktor. Auch der Gefängnisdirektor und ein paar seiner Mitarbeiter kommen raus, um uns zu verabschieden. Willi bedankt sich im Namen von uns und der Trans-Chaco-Mission ganz herzlich bei dem kompletten Team des Gefängnispersonals. Wir sind sehr dankbar dafür, dass sie uns die Türen geöffnet haben und einen so großen Einblick in die Welt hinter der dicken Mauer ermöglicht haben. Vielen Dank an den Gefängnisdirektor und sein Team für die gastfreundschaftliche Aufnahme. Vielen Dank an den Generaldirektor und die Doktora Nilda Adorno, die diesen Besuch erst ermöglicht haben. Ich möchte mich zusätzlich noch bei der Trans-Chaco-Mission, bei Willi Tövs und Reinhard Sawatzkis für die Möglichkeit zur Teilnahme an dieser sehr interessanten Reise ganz herzlich bedanken. Damit sind wir nun am Ende angelangt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonnierst du am besten unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Cuando esté de vacaciones ahí tengo la paloma, voy a ver tu estancia, voy a matar paloma. Avísenme cuando quieras. Ahora mismo tenemos miles y miles. En serio, porque a mí